Wetter- und Wirtschaftsprognosen sind unsicher, das erleben wir tagtäglich oder jedes Jahr. Die demografische Prognose, die wir kennen, die wir seit vielen Jahren wissen, die ist sicher. Wir wissen heute, dass der Alterungsprozess bei den Belegschaften deutlich voranschreitet, wir gleichzeitig die besten Köpfe und die besten Hände in unserer Wirtschaft brauchen. Und daher muss es ein Anliegen sein, die Arbeitsfähigkeit aller Arbeitskräfte möglichst lange sicherzustellen. Es sind einige Aufgaben unerledigt, um die Erwerbschancen der Älteren zu verbessern und die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen. Das geht, wenn man die Arbeitsbedingungen auf das jeweilige Alter abstellt. Ältere Menschen sind nicht weniger leistungsfähig, aber sie sind anders leistungsfähig als Jüngere. Und darauf wurde bisher wenig Rücksicht genommen. In Zukunft muss man darauf mehr Rücksicht nehmen. Es muss Perspektiven geben. Und die kann ich nur dann erreichen, wenn ich den Arbeitsplatz mitgestalten kann, mitverändern kann. Aber nicht nur damit, dass die Produktivität steigt, sondern dass auch mein Zugang als Dienstnehmer auch dahin für mich in Ordnung ist, dass ich in der Früh gern in die Arbeit gehe und am Abend gern wieder nach Hause gehe. Und vor allen Dingen, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, nämlich genauso gesund wie in der Früh ins Unternehmen gekommen bin. Es profitieren im Prinzip beide, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, von diesen Rahmenbedingungen. Es entsteht eine sogenannte Win-Win-Situation. Warum? Weil wir als Unternehmen hier bei der Rekrutierung älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen spezifisches Fachwissen ins Unternehmen bekommen. Also es gibt Gründe, wenn wir darüber sprechen, was ist der Nutzen, warum lohnt es sich vorzeitig, vorsorglich in altersgerechte Arbeitswelt zu investieren, dann wird es vielleicht noch ein paar mehr Betriebe geben, die auf diese Schiene aufspringen. Es lohnt sich nämlich aus unternehmerischen Gründen, um ein gutes, reibungsloses Betriebsablauf zu gewähren, um eine gute Zukunft zu haben, um demografiefit zu sein in einer Zeit, wo es vielleicht dann ab wenigen Jahren dann sehr spürbar ist, dass Berufseinsteigerinnen fehlen, dass es notwendig ist, qualifizierte Mitarbeiterinnen zu finden und auch zu halten.